Ja, Bernd, und ich gebe die Frage gleich mal weiter an den Amtsleiter der Berufsfeuerwehr in Hoyerswerda, Dieter Kowak. Nun war Hoyerswerda ja doch mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon gekommen, was das Unwetter anging. Aber am Ende ist es doch hier angekommen, nämlich in Form einer Flutwelle. Ja, wir hatten dann heute früh mit den Auswirkungen des Unwetters im Oberland auch zu kämpfen. Das Schwarzwasser, Hoyerswerda Schwarzwasser ist angestiegen bis auf den Alarmpegel 3. Die Schwarze Elster ist auch angestiegen, sodass die Feuerwehr zu entsprechenden Vorortkontrollen vor Ort war und sich über die aktuellen Ereignisse informiert hat. Es gab aber keine größeren Gefährdungen in der Stadt Hoyerswerda. Nun hat das bisschen Regen, was hier ankam, ja nicht wirklich zur Entspannung beigetragen, was die Waldbrandgefahr angeht. Wir sehen es im Hintergrund hier an der Hauptfeuerwache aktuell die Waldbrandwarnstufe 4. Es ist schon gewissermaßen kritisch, ne? Ja, der Zustand ist weiterhin sehr kritisch und es wächst eigentlich von Stunde zu Stunde. Die Wälder trocknen immer mehr aus und wir haben auch ein sehr, sehr hohes Risiko. Es sind bei uns in der Region fast keine Niederschläge niedergegangen, sodass wir hier vorbereitet sein müssen mit unseren Kräften der Feuerwehr und natürlich auch mit der Waldbrandüberwachung. Was wünscht sich denn die Feuerwehr jetzt im Umgang mit der Natur, mit dem Wald ganz konkret von den Bürgern in dieser Situation jetzt? Ja, das ist eigentlich die Grundregel ist, aufmerksam zu sein, die Wälder, wenn es geht, zu meiden. Und wenn man in den Wäldern sich bewegt, dann pflichtbewusst die Hinweise, die Beschilderung beachtet und natürlich auch jegliches Rauchen oder Feuermachen im Wald unterlässt. Wer einen Brand bemerkt, sollte ihn sofort der zuständigen Leitstelle über Notruf 112 melden und dann als Einweiser die Feuerwehren entsprechend vor Ort an den Brandort auch führen. Drücken wir mal die Daumen, dass es nicht so weit kommt und alle recht aufmerksam und wachsam unterwegs sind. Danke Ihnen für diese Infos und damit zurück zu dir.